Boah, sieht das nicht lecker aus? Mega gut. Leute, heute geht's wieder in den Wald. Es ist kalt draußen. Die ersten Winterpilze kommen, Austernseitlinge. Und ich habe ein kleines Rezept entwickelt, einen kleinen Twist, wie man eine Carbonara macht. Aber statt Schinken nimmt man Austernpilze. Schmeckt richtig gut, ist richtiges Soulfood. Damit kann man sich dann aufs Sofa setzen, ein bisschen YouTube glotzen. Macht Riesenspaß. Das Ganze dauert maximal eine Viertelstunde. Also ein richtig einfaches Rezept, was richtig gut schmeckt, aus der Natur kommt. Riesengeschenk, also viel Spaß. So Leute, heute geht es ja um den Austernseitling und der ist ein Folgezersetzer. Das heißt, wir sind hier in einem Laubwald, der echt Schrott ist. Der sieht nicht so richtig gut aus. Hier sind ganz viele tote Birken, ganz viele tote Espen. Alles Mögliche dazwischen, aber wir sind in einem Laubwald. Das ist wichtig, weil Austernpilze, Austernseitlinge vornehmlich an Laubholz vorkommen. Und hier haben wir richtig schöne Fruchtkörper, die wir uns jetzt mal gönnen für unser leckeres Gericht. Die sind auch hier noch ein bisschen eisig. Wir hatten gestern minus 4 Grad, heute sind es 6, aber es ist noch nicht wieder ganz aufgetaut. Und das ist das Schöne an Austernseitlingen, die haben quasi ein eingebautes Frostschutzmittel. Das heißt, Frost macht denen nichts aus. Die können danach auch weiter wachsen. Die verfärben sich gerne nach dem ersten Frost, den sie abkriegen. Da werden sie von grau, gehen sie eher in sowas Bräunliches. Das ist dann so ein kleiner Frostschaden. Ihr könnt die aber trotzdem noch genießen. Das ist das Tolle. Ich würde jetzt mal ein paar Fruchtkörper abschneiden und euch die mal richtig schön zeigen. Upsa, guck mal, haben wir hier ein dickes Cluster. Und sehen richtig schön, wie die Lamellen hier runterlaufen bis zum Stielansatz. Wobei hier immer ein kleiner Gap dazwischen ist. Also die laufen nie bis ganz runter. Ja? Hier ist immer noch ein bisschen Fleisch, ein bisschen Stiel. Hier ist eine kleine Schnecke, die uns den Pilz streitig machen will. Sorry, Schnecki, du musst leider was anderes zu essen suchen. Tschüss. Ja, lustig. Also es ist richtig Bofrost. Die Dinger sind noch gefroren. Aber wie gesagt, es macht denen nichts. Es ist anders als bei anderen Pilzen. Die können wir uns nachher richtig schön gönnen. Die Mainstream-Saison ist jetzt vorbei. Die ganzen anderen Pilze, die können mit Frost halt eben nicht umgehen. Und alles, was wir hier finden, ist jetzt leider zerstört. Wenn da einmal Frost reinkommt, dann sprengen natürlich die Zellen auf. Und dann sind die Pilze einfach hinüber. Bei Austernseitlingen ist das nicht so. Die können das ab. Richtig leckere Dinger. Austern aus der frischen Natur schmecken übrigens viel besser als Austern aus dem Supermarkt. Die sind überhaupt nicht zu vergleichen. Alles, was gezüchtet ist, ist natürlich vom Substrat nicht so richtig toll wie ein Baum im Wald. Deswegen haben die viel mehr Geschmack. Den hier, guck mal, da müssen wir wieder der Schnecke alles streitig machen. Die hat hier gerade so schön gefuttert und ist auch gerade dabei. Oder wollen wir ihn den lassen? Ich glaube, wir lassen der Schnecke den kleinen Pilz. Das finde ich gut. Ne? Man muss auch mal an die Schnecken denken. Dann nehmen wir halt das Cluster hier mit. Sieht eh gut aus. Den machen wir direkt weg. Und hübsch. So, die Suche nach Austern ist natürlich ein ganz anderes Game als die normale Pilzsuche, bei der wir eher auf den Boden schauen. Bei den Austern müssen wir Baumstämme abscannen. Das heißt, ich suche mir einen Wald, wo sehr viel kaputte Bäume sind, verletzte Bäume, tote Bäume, Totholz und schaue da wirklich gezielt alle Stämme ab. Einmal nach oben, nach unten. Wenn da Totholz rumliegt, suche ich die Stämme ab. Das ist das Game. Im Winter guckt man halt nicht mehr auf den Boden, sondern an die Baumstämme. Leute, das Ding ist bei Austern, das sind Folgezersetzer. Das heißt, die räumen den Wald auf, die machen das Holz wieder verfügbar, ja, wandeln das irgendwann in Humus um, bauen das ab. Deswegen hat das für mich auch immer so eine gewisse Tragik, also, oder eine Melancholie. Viel Austern heißt, dem Wald geht es wirklich schlecht, ja, die Bäume sind kaputt. Deswegen Zusammenhänge checken, ja, das gehört alles zusammen, das ist alles ein Kreislauf. Es ist super, dass es die Dinger gibt, weil die halt aufräumen. Aber es ist irgendwie auch tragisch, wenn man ganz viele findet, weil natürlich, das heißt, dem Wald geht's nicht gut. Trotzdem nehmen wir die jetzt mit. Wunderschön. Den Strunk essen wir nachher nicht. Wir nehmen nur die wunderschönen Fruchtkörper. Aber das können wir nachher auch zu Hause in der Küche auseinanderpulen. Aber so sehen die aus.
am Anfang wirklich schön grau mit so cremeweißen Lamellen, die runterlaufen. Wie gesagt, wenn die einmal Frost gekriegt haben, wird es meistens ein bisschen brauner. Gehen die in so ein Rehbraun. Jetzt ist das ja wirklich noch ein Graubraun. Richtig schön zu sehen. Übrigens treten Austern nach dem ersten Frost auf oder wenn es ein bisschen kälter wird, so um die 5 Grad, da fangen die an zu fruktifizieren und sich richtig wohl zu fühlen. Richtig geil, Leute. Hier wachsen Austern mit einem Hallimasch direkt nebeneinander. Hallimasch, Auster. Die teilen sich wahrscheinlich den Baum, wobei man nicht genau weiß, ob vielleicht der Hallimasch den Baum sogar umgebracht hat. Der Hallimasch ist nämlich ein Parasit, ja, der den Baum killt und aussaugt, aber dann auch folgezersetzend weiterleben kann und dann halt den Baum zersetzt. Die Auster ist ein Folgezersetzer, das heißt, der macht jetzt den Baum klein. Übrigens, Austern kann man nicht roh essen. Die sind roh blutzersetzend, weil sie Hämolysine enthalten. Ja, das heißt, die müsst ihr immer bitte gut durchgaren. Sonst zersetzt die Hyaluronsäure. Nein, das Hämolysin euer Blut. Das ist nicht gut. Das wollen wir nicht. So, den Hallimasch lassen wir da. Das war früher mal so ein Speisepilz. Bla bla bla. Den muss man abkochen. Nervt tierisch. Manche Leute vertragen die noch. Abgekocht nicht. Wir nehmen nur die Austern mit. Und auch hier die kleinen Süßis, die da noch dran sind. Sorry. Aber guck mal, wie hübsch die sind, ey. Bilderbuch-Austern. Richtig schön. So Leute, wir sind jetzt bei mir zu Hause und ich zauber jetzt eine richtig schöne Carbonara mit den Austern, die ich aus dem Wald mitgebracht habe, die übrigens mega gut riechen. Und wie das geht, zeige ich euch super einfach. Let's go. Als erstes brauchen wir natürlich für eine Pasta Pasta. Ich nehme heute Spaghettini, also recht dünne Spaghetti, 2 Eier als Schinkenersatz, unsere leckeren Austern, Parmigiano und man braucht Pecorino. Diese beiden Käse sind essentiell für eine richtig gute Carbonara. Was braucht man nicht? Sahne. Denn der echte Italiener nimmt niemals Sahne für eine Carbonara. Man nimmt Nudelwasser. Und dann noch meine geheime Zutat, Sojasauce. Denn die Austern, die sollen ja der Schinkenersatz sein. Und die Sojasauce, die gibt dem Ganzen richtig schönes Umami, richtig tollen, komplexen Geschmack, so dass es dann auch wirklich nach Schinken schmeckt. Das ist total abgefahren. Deswegen nehme ich die zum Ablöschen. Ansonsten brauche ich nur noch ein bisschen frischen Pfeffer aus der Mühle und Salz und das war's. Also super einfach, man braucht gar nichts an Zutaten, kostet auch nicht viel dieses Gericht und es schmeckt wahnsinnig gut. Okay, ich nehme jetzt von den Austern nur die schönen Stücke und schneide hier ein bisschen die Stiele ab, weil die Stiele oft sehr holzig sind, der ganze Strunk. Deswegen würde ich das jetzt hier einfach kurz so unterteilen und dann zeige ich euch mal, wie man mit Austern eine wunderbare Schinkenalternative machen kann. Einen ganz einfachen Trick. Der heißt Sojasauce und viel Hitze. Und damit macht man die besten Schinkenwürfel. So, das ganze Holzige kann weg. Auch wenn die so groß sind, ne, schneide ich hier so einmal so ein Dreieck rein. Damit einfach, ja, oder ich breche es einfach ab, damit das Holzige weg ist. Hier auch. Man sieht übrigens, wie viel Wasser da auch drin ist. So, ich pinsel die jetzt einfach einmal kurz ab, sodass der grobe Dreck ab ist. Die wachsen aber ja sowieso immer so am Baumstamm, also jetzt nicht auf der Erde. Das heißt, die sind selten wirklich dreckig. Und als nächstes werden die einfach zerkleinert in kleine Würfel, um dann den Schinken zu imitieren. Und dann rufe ich beim Fernsehen an und beantrage endlich Geschmacksfernsehen. Das ist echt tragisch, dass man sich rüberbringen kann. Aber ich kann euch sagen, Austernseitlinge, hatte ich ja vorhin schon im Wald erwähnt, heißen ja auch Kalbsfleischpilze. Und das hat halt auch echt einen Grund, denn sie schmecken aus der Natur wirklich wie Kalbsfleisch. Das ist total geil. Also eine bessere Fleischalternative gibt es nicht. Dann super easy, Messer nehmen. Achtung, dass man sich den Finger schneidet. Die Dinger erstmal in Streifen machen und dann daraus kleine Würfel machen. Also wie rum ihr die schneidet, ist total wurscht. Ne? Hauptsache die werden klein. In kleine Würfel, ungefähr alle gleich groß. Möglichst wenig Stiele, damit es nicht holzig wird. Und gleich. Entdrehen. Das ist alles keine Rocket Science. Es reicht, wenn ihr das ganz grob macht. Alter, dieses Aroma. Riechst du das? Tut ja unfassbar gut, ne? Ja. Alle Stücke klein sind. Hier haben wir ein Sieb. Okay. Das ist es.
Da drücke ich jetzt mal ordentlich drauf im Waschbecken und dann geht das Wasser da raus. Okay. Also ruhig mal mit ordentlich Schmackes einfach mal durchdrücken. Kommt da richtig Feuchtigkeit raus. Dann haben wir viel weniger Bratzeit und die Dinger schwimmen nicht, sondern werden richtig schnell kross. Das reicht erstmal, der Rest geht in der Pfanne raus und weiter geht's. Okay Leute, als nächstes brauchen wir Käse. Wir brauchen wie gesagt Pecorino und Parmesan. Von beiden brauchen wir 40 Gramm. Ich habe jetzt keine Waage zur Hand, aber das sind 200 Gramm. Das heißt ein Fünftel davon. Ich mache jetzt einfach Pi mal Daumen, das wird schon passen. Ne? Also kann man eigentlich auch nichts falsch machen. Die richtige Reibe nutzen. Zack, bumm. So eine tolle Reibe. Richtig oldschool, ey. 240 Gramm, bestimmt. Pecorino, Parmesan. Okay, ich glaube, das reicht, oder? Das sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. So, okay. Wir brauchen zwei Eier. Im Ganzen. Eins. So, zwei. Ich habe übrigens mal das perfekte Dinner gewonnen, falls das jemand nicht weiß. Ist aber lange her. Da kommt jetzt der ganze Käse rein. Tatsächlich mit sehr viel Liebe, der ganze Käse kommt drin. Und was darf nicht fehlen? Pfeffer. Frisch gemahlener Pfeffer aus der Mühle. Auch nicht zu knapp. Müsst ihr halt mal schauen, dass das Pfeffer ist, der einen jetzt nicht umhaut. Der ist schon recht intensiv hier. Ja. So, und dann verquirle ich das Ganze schon mal kurz mit dem Schneebesen. Grob zumindest, weil da kommt gleich noch Nudelwasser mit rein. Aber jetzt haben wir hier schon mal so eine schöne Masse. Weil das kommt dann nachher mit den Nudeln in die Pfanne. Und die Nudeln mit dem Wasser bilden dann nämlich die Soße. Also wie gesagt, niemals Sahne nehmen für eine Carbonara. Kommt ihr sofort ins Gefängnis in Italien. Also stellt euch mal vor, ihr macht Urlaub in Italien. Ihr habt vorher zu Hause eine Carbonara gemacht mit Sahne. Das haben die vermerkt. Wenn ihr einreist, Feierabend. Entweder Ausreise oder Knast, das ist die Wahl. Also es ist wirklich Höchststrafe. Respect the Italian Food. Die können das. Die wissen, was gut ist. So, das kurz verquirlt. Das war's. Das hat jetzt wie lange gedauert? 3 Minuten oder so? Keine Ahnung. Ist wie gesagt super easy. Jetzt kümmere ich mich um die Pilze und dann wird's richtig lecker. So, ich nehme jetzt aber, dafür komme ich wahrscheinlich ins Gefängnis, ich nehme jetzt Sonnenblumenöl und kein Olivenöl. Hat einfach den Grund, dass ich das ein bisschen besser erhitzen kann. Olivenöl verbrennt irgendwann und fängt an zu qualmen. Sonnenblumenöl kann man ein bisschen heißer ziehen. Und ich möchte die Pilze mit richtig Bums, also mit richtig viel Hitze jetzt anbraten, damit die kross werden, das ganze Wasser rausgeht und ich halt dann eine schinkenartige Konsistenz habe. Gut. Ich warte jetzt, bis das wirklich heiß ist. Hatte ich ja neulich mit Sebastian Leier. Ne? Manche Leute sagen, in die kalte Pfanne geben, manche in die lauwarme. Ich gebe es immer in die richtig heiße Pfanne, damit sofort da irgendwie so eine Krossheit reinkommt. Wann weiß ich, ob es heiß ist? Finger reinmachen. Natürlich nicht. Das spürt man hoffentlich. Gut. Also, Pilze rein. Da fängt es auch schon an zu knuspern. Und dann gar nichts machen. Einfach warten. Das Geile ist nämlich, die brauchen halt Röst. Ja? Das heißt, wenn man die einfach mal kurz in Ruhe lässt, kriegen die von der einen Seite schon mal ein bisschen Röst. Und dann kann man in 2 Minuten das Ganze einmal drehen, dann kriegen die von der anderen Seite Röst und dann wird mit Sojasauce abgelöscht. Ah ja, nichts machen. Man kann, das Einzige, was man machen kann, ist nochmal ordentlich drücken, damit das Wasser rausgeht und die auch noch mehr Kontakt kriegen zur Pfanne. Wollt nichts machen? Mach jetzt auch nicht. Ich streike, ich gucke aus dem Fenster, wie schön es draußen ist. Nicht. Es ist grau draußen. Aber wenn es draußen grau ist, ist es warm in meinem Herzen, weil ich diese schöne Carbonara mache. Parallel Nudelwasser anmachen, brauchen wir auch noch ein paar Minuten. Vorher salzen übrigens, habe ich schon. Nudelwasser kocht auch schneller, wenn vorher schon Salz drin ist. Ist so. So. Schrumpfen auch echt ein bisschen, ne? Das ist halt echt das Ding, bei so einfachen Sachen, man muss einfach nicht viel machen, das ist ja auch cool. Und das ist so richtiges Soul Food. Also jetzt ist ja der Herbst schon fast vorbei, jetzt kommt der Winter draußen, es ist total grau, es ist alles furchtbar. Das ist das perfekte Essen, man muss nicht viel machen und kann sich damit richtig schön direkt vor die Glotze hauen, geilen Film gucken oder so auf dem Sofa, so gut.
ploppen so richtig aus der Pfanne raus. Ich habe jetzt auch keinen Spritzschutz, natürlich nicht. Suki soll auch ein bisschen was davon abhaben. Ich glaube, es ist sogar schon. Ja, gib mal noch 2 Minuten und dann mache ich Sojasauce. So, nochmal wenden. Ich muss mal ein Slow-Mo machen, bitte. So, wenn das so anfängt, so wie jetzt. Wenn ihr seht, das ist überall schon ein bisschen gut geröstet. Ein paar Stellen fehlen noch. Dann kann man schon mal drüber nachdenken, die Sojasauce einzusetzen. Wartet echt noch kurz. Ich mag das richtig gerne, wenn das so ein bisschen Biss kriegt. Das ganze Wasser raus ist, die richtig dehydriert sind. Und wie riecht's? Oh, das riecht so mega gut. Oder? Das riecht einfach voll gut. Ja, nach Austern, nach frischen Austern. Aber ich würde es echt vergleichen mit so Kalbsfleisch. So, jetzt kommt das, die geheime Zutat, Sojasauce. Ordentlichen Schuss. Wir brauchen diese Salzigkeit. Das verdampft sofort. Und dann kurz ein bisschen wenden. Dann kriegt man halt echt auch nochmal einen anderen Röst. Weil man damit so eine kleine Kruste macht. Das ist ganz toll. So sieht das aus. Wer keine Lust auf so viel Fett hat, kann natürlich jetzt ein Küchentuch nehmen, so ein Crepe. Und das da mal kurz drauf ausbreiten. Dann hat man ein bisschen fettärmeres Essen. Für die, die auf ihre Linie achten wollen. Gut, Fett raus. Guck mal, das ist schon ein bisschen was. Weg, das wartet auf uns. Guck mal, das ist richtig schön kross. Cool. Ich stelle mir jetzt mal kurz einen Timer. Ich habe nämlich gerade gesehen, die Pasta braucht nur 5 Minuten, weil das Spaghettini sind. Ich mache jetzt mal 3 Minuten 30, weil die in der Pfanne dann noch ein bisschen nachziehen. Also man sollte die nur al dente kochen, nicht zu weich. 3 Minuten 30, ab geht die Post und rein mit den Dingern. Einmal umrühren, damit die nicht verkleben. So, und dann sollen die mal ordentlich schönes Nudelwasser produzieren. Die Stärke von den Nudeln, wenn das gleich so ein bisschen schäumt, die brauchen wir gleich für unsere Soße. Das heißt, der Schinken ist ja schon ready in der Pfanne. Da kommt gleich ein bisschen Nudelwasser mit rein, dann wird das nochmal heiß gemacht, dann kommen die Nudeln da mit rein und der ganze Ei-Käse-Mix. Und das war's auch schon. Timer ist over und ich habe noch kein Nudelwasser abgesiebt. Schnell 2 Kellen reichen. Zack. Bei den Italienern heißt es natürlich 2 Espresso-Tassen voll. So, ich mache jetzt einfach 3. Die Feuchtigkeit ist gut. Jetzt muss ich mir was spucken, damit die nicht verkochen. Zack. Abgieße. So, dann ist das auch schon die ganze Magic. Das kommt jetzt wieder in die Pfanne. Wie gesagt, die sind al dente. Pfanne ist jetzt mit Nudelwassern und dem Speck versehen. Das kann ich, brauchen wir alle. Das ist nicht so viel, ne? Ich kann mal so machen. Ist das cool? Das ist gut. Oder hast du Riesenhunger? So. Mal einmal kurz aufkochen. Gut vermischen. Da geht das Fett raus. Gut, so. Und jetzt kann auch schon unsere Käse-Ei-Mischung da rein. Dieser Pfeffer ist auch schon drin. Das Ganze wird jetzt einmal vermischt und gleich stocken lassen. Für die Frische eine Bio-Zitrone. Ein bisschen Abrieb. Nicht zu doll reiben. Das Weiße ist immer bitter. Das Gelbe ist gut. So, guten Appetit, mein Lieber. Ne? Dito. Boah, ey, das ist so gut. Ich weiß, ich habe eben schon probiert. Also. Ich finde, es gibt nichts über Soul Food. Es muss nicht immer mega kompliziert sein. Das kann man wirklich in einer Viertelstunde nachkochen. Und diese Austern, die sind einfach so ein guter Schinkenersatz. Also ich bin ja kein Vegetarier. Ich esse gerne gutes Fleisch. Aber ich muss sagen,
ich esse noch viel lieber gute Austern, die genau eine Stunde alt sind, weil wir sie gerade gesammelt haben und die jetzt schon auf meinem Teller sind. Also besser geht's echt nicht. Das Schönste, habe ich schon gesagt, es ist umsonst. Ja, für dieses Gericht zahlt ihr keine 5 Euro und ihr könnt damit eine ganze Familie verköstigen oder eure Freunde. Richtig gut. Die Schätze des Waldes warten da draußen auf euch und wollen gesammelt werden. Pilze wollen ihre Sporen verbreiten. Die wollen, dass ihr sie holt und mitnehmt, damit die Sporen verbreitet werden. Und es ist immer ein Geschenk. Seid lieb zum Wald, er ist es auch und gönnt euch eine richtig leckere Pasta. Ciao.